Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dungeon Renovator Simulator. Geht immer noch nicht weg. Wir sind so gut wie durch. Nur noch hier die vier Stücke, die ziemlich aussehen, als würden sie zusammengehören. Und das war's fast schon. Wir haben noch jetzt ganz wenig Dreck. So. Noch ein paar Türen, aber die Rim Mode. Aim Mode. Ah. Ob der Aim Mode ist auch angenehmer. Hätte mir früher sagen sollen. Keine Ahnung. Oh wait, oder nie? Das. So. Das. Ist so. Oh, das ist falsch rum. Das muss so. Gott, da riecht so. Die Steuerung davon ist übrigens auch ganz kritisch. Ist ja so ein Querding. Und da auch. Mal weg hier. So. Würde ich zumindest sagen. Wahrscheinlich falsch. Sieht ein bisschen so aus. Hier auch. Zack, zack. Jetzt sieht es aus, als wäre es... Nee, okay, ich bin einfach dumm. Kommt, glaube ich, auf die Perspektive einfach an. Nö, keine Ahnung. Jetzt hingepackt. Moment. Hä? Wo ist das hin? Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wo das hin soll. Bewegt sich! Hm. Oh, ich sehe auch nicht, wo es gefixt ist. Angeblich. Hm. Nö, keine Ahnung. Thank you.
Tatsächlich nicht. Echt jetzt? So. Ist nur ein Knochen. Da war gerade keine große Musik mehr. Der Aim-Mode ist ein bisschen angenehmer. Immer noch blöde Steuerung, aber 2% weniger blöd. So. Also Spiel, ich sehe keinen Dreck mehr. Also. Keinen, den ich wegmachen könnte. Auch kein Trash mehr, außer die 4DR3-Dinger. Glaub nicht, dass das hier Trash ist. Hört das. Meinen die vielleicht jetzt, dass da oben drin Trash ist? Kann mir aber eigentlich nicht vorstellen. Das sind ja eigentlich... Ich hab's nicht geaimt. Das krieg ich ja nicht raus. Der Rest ist keine Ahnung. Keine Ahnung, wo das sein soll. Und sonst geht es ja nirgendwo weiter. Da hinten komme ich nicht rein. Da unten drunter komme ich nicht rein. Kann ich gar nicht benutzen, oder? Nee. Ja, das für mich sieht das hier ziemlich fertig aus. Oh, Herzen, die... Ja, umdrehen, also Sachen richtig umdrehen, macht es auch nicht besser. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt einfach der Rest, der noch steht. Guck mal. Darf ich mal kurz? Nein. Ich glaube, ich brauche den mal. Sorry. Das ist meine Aufgabe, einfach die scheiß Scherben zu sammeln. Ja, toll, jetzt habe ich zwei, ne? X grad nicht. Fünf. Hier ist nur der Vorraum. War nur ein Safe? Dann frage ich mich aber,
der Rest abgeblieben ist von den zwei Dingern. Kommt definitiv hier rein. Aber wo sind die anderen zwei denn dann bitte? Weil das ist jetzt schon relativ auffällig. Huch, Waschzuber, kommst du auch mal bitte her? Ja. Nicht rein? Ja, keine Ahnung, wo die anderen zwei sein sollen. Käfig mit drin? Nee. Ich habe ja so ziemlich alles bewegt und so. Ist jetzt ja nicht, dass ich nichts gemacht habe. Da oben ist eins. Raus? Ja. Da fehlt nur noch eins. Ich würde sagen, das ist oben beim Thron, oder? Oder war das andere? Vielleicht war auch hier schon das andere. Ich glaube, das lag hier das eine, ne? Wäre das Thema nämlich durch. Der auch nicht special glitzern. Auch nicht. Hier war das andere Ding drauf. Schwierig. Bitte lass es jetzt nicht irgendwo hier oben in so einem Ding sein. Dass ich jetzt irgendwie sämtliche Tische aufeinander stapeln muss. Schön. Nur mal so eine Frage, weil da fix steht. Okay, nee, das geht nicht. Eins müsste dann ja hier irgendwo noch sein. Aber wo? Nix. Sieht man die? Nee, ne, die sieht man glaube ich auch nicht. Wäre mir vorher zumindest auch gar nicht aufgefallen. Ey, keine Ahnung. Soll ich das Wissensspiel? Zeig mal halt einfach, wo die sind. Mach jetzt ja alles weg, ganz einfach. Ach, die gehen jetzt nicht. Die anderen gingen, aber die nicht. Doch. So, komm mit Loch. Saugen jetzt hier alles ein. Ich glaube, die gehen nicht. Oh, okay. Wir saugen alles ein. Drop. Drop. Oh mein Gott, ich hänge. Ja, ich kann mich irgendwie rausdrücken. Jetzt habe ich mich. Ja.
Ja, ich habe jetzt offiziell dieses Ding, ne? Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Also die Bank existiert offiziell. Ey, guck mal, da ist das Teil von eben. Geht hier noch ein Glitzi? Ist das auch runtergefallen? Nee. Schaffe ich es vielleicht hier die Treppe hoch? Ich fürchte, ich bin unter die Welt gebackt. Also offensichtlich bin ich das, aber ich fürchte, ich komme nicht mehr raus. Ja! Nee, so ein Glitzer. Eine Glitzertafel sehe ich ja auch nicht mehr. Ja, ich wollte eigentlich nicht aufhören, dass das Spiel da kommt. Ja, ich würde sagen, war eine interessante Erfahrung mit dem Spiel. Ich guck's mir dann vielleicht nochmal an, wenn es nicht mehr so buggy ist. Weil eigentlich finde ich es ganz angenehm. Und ja. Huch, jetzt ist der Bildschirm schwarz, Entschuldigung, da halte ich mich kurz. Ich weiß, es ist eine Demo, es darf Bugs haben, aber zumindest den Teil der Demo sollte man im Spiel schon so weit haben, dass die Leute ihn spielen können. Und weder ging jetzt alles sauber, noch kann ich Sachen richtig platzieren, noch komme ich an alles ran. Und unter die Welt gebackt habe ich mich auch noch. Das ist, auch wenn das jetzt ein Game-Breaking-Ding war, das ist schon okay. Das andere, müsst ihr wissen, wie Henno so schön sagt. Ja, also für Leute, die da Bock drauf haben, Dungeon Renovation Simulation oder Renovator Simulator Simulation auf Steam ist im Moment natürlich nur die Demo. Ich denke mal, das fertige Spiel wird besser optimiert sein. Was haltet ihr von dem Spiel? Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich würde mich auch sehr über Daumen nach oben freuen. Das würde meinem Channel und mir natürlich auch sehr, sehr weiterhelfen. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Demo. Ciao!